Ich grüße euch, ihr Lieben. Hier bin ich wieder mit dem Tagesorakel für den 3. September 2022. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid und wir schauen wieder, was das keltische Pflanzenorakel uns heute zu sagen hat, also für den 3. September. Welche Pflanze, welches Thema? Und ich schaue wieder, ob eine rausspringt und wenn nicht, dann drehe ich wieder um. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, die Woche war gut für euch. Und wir haben wieder das Gänseblümchen. Also das ist wirklich interessant. Die Woche hatten wir zweimal das Gleiche. Und das Gänseblümchen, Kopf hoch, du schaffst das. Alles, was du willst. Das Gänseblümchen richtet sich immer wieder auf. Selbst wenn jemand drauf tritt, schau auf den Regenbogen und lenke deine Energie zum Positiven. Also das ist wirklich noch nicht passiert bis jetzt. Ja, also dass wir einmal doppelt gehabt haben, ja, aber nicht zweimal doppelt. Also das sind die Pflanzen diesmal wirklich sehr intensiv und es geht wirklich immer um dieses Mut machen, um dieses Licht, ja, das Licht, obwohl es jetzt echt Herbst wird, ja, wo das Licht abnimmt, aber ja, das innere Licht kann ja weiter leuchten. Und ja, es ist eine sehr schöne Pflanzenbotschaft. Ich freue mich und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Alles Liebe, tschüss, baba.